Meine Damen und Herren, bitte nehmen Sie Platz. Ich eröffne die Sitzung. Dritter Plenartag, stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Wir haben einige wenige Tagesordnungspunkte noch offen. 2 bis 6, 18, 31 sowie 34 bis 39. Das ist im Vergleich zur früheren Plenarsitzung eigentlich eine sehr gute Bilanz. Da muss man auch die parlamentarischen Geschäftsführer einmal loben hier im Haus, die eine sehr gute Arbeit leisten. So, es ist noch verteilt. Dringlicher Antrag Fraktion CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Weidetierhaltung in Hessen unterstützen. Drucksache 20-2139. Dringlichkeit wird bejaht. Jawohl. Dann ist das Top 36. Dann ist noch eingegangen Dringlicher Antrag der FDP betreffend vertiefte Beziehungen und Freihandel mit dem Vereinigten Königreich. Drucksache 20-2141. Auch die Dringlichkeit bejaht. Und wir rufen das zusammen auf mit dem Tagesordnungspunkt 10 und stimmen das auch ab oder verweisen es dann. Sehen wir mal. Wir tagen heute bis zur Erledigung der Gesetzeslesungen. Mittagspause ist nicht vorgesehen. Ja, ja, da müsst ihr schneller reden. Wir beginnen im Anschluss an die amtlichen Mitteilungen mit Top 10 Brexit. Dieser Setzpunkt der CDU wird zusammen dann mit den dringlichen Anträgen behandelt. Das Fehlen heute entschuldigt die Frau Abg. Manuela Strube, die Frau Abg. Lisa Gnadl, der Abg. Marius Weiß, der Abg. Dr. Dr. Rahn ab 12 Uhr und Herr Minister Dr. Schäfer bis 16 Uhr. Was haben wir noch an Entschuldigungen? Was ist mit der Janine los? Kommt. Sonst keine Entschuldigung? Dann stelle ich fest, dass das die Präsenz ist. Dann Fußball können wir noch nicht mitteilen, so früh im Jahr. Unsere Landtagself ist nach wie vor im Jahr 2020 ungeschlagen. Das wollen wir einmal festhalten. Und ich will doch, es legen ja einige Wert darauf, unsere Eintracht gratulieren, die am Samstag wirklich hervorragend gespielt hat. Das muss man sagen. Das kann man loben. Das hat insbesondere unseren Bayern genutzt. Und deshalb haben wir alle die Daumen gehalten. Das war schon in Ordnung. Auch fürs Wochenende wünschen wir alles Gute, was immer das heißen mag.